Wir betrachten die Entstehung des mittelenglischen Industriegebietes. In der Region in Mittelengland gab es schon lange eine sehr florierende Textilproduktion. Der Lieferant für den Rohstoff dafür waren die Schafe, die Schafwolle für diese Textilproduktion lieferten. Als England dann expandierte und Kolonien eroberte, kam auch Baumwolle mit dazu aus diesen Kolonien. Baumwolle, das sieht tatsächlich aus wie Wolle, nur eben, dass sie eben an Pflanzen wächst. Parallel dazu wurde Steinkohle abgebaut und auch Eisenerz. Und Steinkohle und Eisenerz sind die Grundlage für die Produktion von einer der schönsten und tollsten Sachen, die es auf der Erde gibt, nämlich Stahl. Damit hatten wir Steinkohle und Eisenerz als die Grundlage für die Eisen- und Stahlindustrie. Eine der bedeutendsten Erfindungen in dem Zusammenhang ist die Dampfmaschine, die in Abbildung so aussieht. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher oder besser, wenn sie auf Rädern steht und draußen herumfährt. Diese Dampfmaschine ist einmal ein Resultat der Eisen- und Stahlindustrie, aber auf der anderen Seite arbeiteten auch dann die Dampfmaschinen in der Eisen- und Stahlindustrie und konnten diese weiterentwickeln. Aber auch in der Textilproduktion ging es weiter. Die Vorgänge wurden mechanisiert, zum Beispiel mit Spinnmaschinen. Eine Spinnmaschine, die sieht so hier aus und wurde von ihrem Erfinder nach seiner Frau benannt. Seine Frau hieß Jenny, also hat er seine Spinnmaschine Spinning Jenny genannt. Jetzt sah diese Maschine wahrscheinlich nicht allzu spektakulär aus, aber ihr seht im Vergleich der Vorgänger davor, das Spinnrad, was ihr auf der linken Seite seht, und im Vergleich dazu rechts dazu die Spinning Jenny, dann ist dort ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Und ich denke, ihr versteht auch, dass diese Maschine rechts deutlich mehr und deutlich leistungsstärker ist als das, was wir auf der linken Seite sehen. In Verbindung mit der Spinnmaschine entstand auch der mechanische Webstuhl, sodass diese gesponnenen Fäden jetzt auch praktischer verarbeitet werden konnten. Und jetzt spannt sich der Bogen zur Eisen- und Stahlindustrie. Mit der Dampfmaschine ließen sich nämlich sowohl diese mechanischen Spinnmaschinen als auch die mechanischen Webstühle antreiben, sodass deutlich effektiver die Textilproduktion vonstatten gehen konnte, sodass sich eine Textilindustrie daraus entwickeln konnte. Und somit seht ihr die beiden großen Industriezweige des mittelenglischen Industriegebietes, nämlich einmal die Eisen- und Stahlindustrie und die Textilindustrie. Und ihr seht auch, wie diese beiden großen Komplexe zusammenhängen.